Hallo Leute und willkommen zu einem neuen Part von Let's Flash, beziehungsweise einem Infovideo mit Let's Flash im Hintergrund. Ja, es ist in letzter Zeit viel passiert. Ich habe mit dem lieben Peter zwei neue Let's Plays angefangen, einmal Fallout Shelter und Sims 3. Beide Let's Plays werden fürs erste gecancelt, denn es gab ein paar Probleme. Einmal, dass bei Sims 3, also ein paar Probleme mit meinem Computer, bei Sims 3, nach dem letzten Part, den ich gemacht habe, ist eben beim Speichern mein PC abgestürzt. Dadurch wurde die ganze Welt gelöscht. Deswegen wird Sims 3 erstmal nur 17 Episoden haben. Zum Glück haben wir ein bisschen vorproduziert. Und ja, Sims 3 wird aber trotzdem weiterhin kommen. Denn ich habe mit Peter noch eine Weiterführung damit vor, also sozusagen Sims 3 Season 2. Da wollen wir noch eine Überraschung rausmachen. Wir machen aber bei ihm die Videos an seinem Computer. Er hat einen viel besseren und meiner ist besser gesagt scheiße. Ja, dadurch haben wir auch mehr Möglichkeiten, bessere Grafik und ohne Lags. Und ja. Projekt Fallout Shelter, da gab es auch ein PC-Problem, es hat sich nicht mehr bei BlueStacks starten lassen und deswegen habe ich es jetzt mal gelöscht und wieder nochmal neu installiert und ja, dadurch wurde unsere Welt gelöscht, ist jetzt aber auch, ja, ist ein bisschen doof, deswegen werden in nächster Zeit auch erstmal keine Fallout Shelter Videos kommen, vielleicht noch zwei oder drei haben wir glaube ich noch vorproduziert. Aber sonst nicht. Ich versuche derzeit die Vault wieder neu, also nochmal sozusagen zu machen, wie sie in den Videos ist. Leider werden wir die Menschen ja nicht genauso aussehen lassen können. Und ja, deswegen geben wir euch die Möglichkeit, einen Kommentar in die Kommentarbox zu schreiben, ja. Und zu schreiben, wie, und dann werden wir euren Namen durch Glück, es wird wahrscheinlich nur einer oder zwei, wenn überhaupt Leute da reinschreiben, einer der Bewohner mit euch, also nach euch benannt. Dadurch, ja, seid ihr auch seitdem im Spiel vorhanden. Ist doch toll. Und ja, da gibt's ja noch mehrere Let's Plays Full People, Castle Crashers, die 5 und die 10 und Pokémonat. Pokémonat wird ganz wieder mal weitergemacht, jeden Monat kommt immer ein Video davon. Full People wird sehr wahrscheinlich auch weitergemacht, aber jetzt nicht in nächster Zeit. Wenn ich Zeit dazu habe, mache ich das weiter. Castle Crashers wird wahrscheinlich mit schlechterer Grafik sein, aber dafür längere Videos, denn Castle Crashers funktioniert mit meinem Bandicam irgendwie nicht richtig. Was recht schade ist, aber ist eben so. Denn es laggt, wenn ich mit Bandicam aufnehme. Also Castle Crashers kommen auch erstmal nur ein paar Mal die Videos. Ich werde jetzt versuchen, jede zweite Woche einmal die 5 oder die 10 rauszubringen und ich versuche nämlich täglich Videos hochzuladen wie Sim, also ich habe ja noch ein paar Sim paar Parts Sims 3 vor mir und die wir vorproduziert haben und ja, das wollte ich erstmal nur mal kurz sagen und ich sage sehr für uns. Ja, ich schreibe trotzdem noch Let's Flash davor, denn im Hintergrund läuft ein Let's Flash Video. Also im Hintergrund ist das Spiel Computer zerstören, denn das passt irgendwie, denn ich hasse meinen Computer und er ist scheiße und so. Ja, damit habe ich irgendwas vergessen? Nein. Ich versuche Full People Full People und Castle Crashers versuche ich vielleicht später weiterzumachen. Das Projekt Smite ist fürs erste auch mal aufgehört.
bis ich mir die Vollversion von Bunny Kim gekauft habe. Aber es hat jetzt erstmal nicht viel zu sagen. Ja, im Hintergrund gerade eben habe ich mich ein bisschen vertippt. Ja, es kommt noch eine Überraschung auf euch zu. Ein neues Let's Play oder eine neue Let's Play-Versuch und sowas. Ja, lasst euch überraschen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es heißt entweder Flash Games oder ein Infovideo. Und ja, ciao.